Willkommen hier zurück zu Sacred 3. Wir haben das Ding hier abgeschlossen. Ich glaube, alles, was wir fertig gemacht haben, ist farbig. Sehe ich hier gerade. Das ist farbig, das ist farbig. Da machen wir jetzt noch die Ruhestätte der Herren. Feinde haben die Überreste... Ach, ich lese das selber vor. Feinde haben die Überreste des alten Drachen D'Sey gefunden. Sie versuchen, ihre Knochen und Schuppen zu stehlen, um daraus Waffen herzustellen. Und vielleicht auch seltsame Partyhüte. Das muss aufhören. Der Humor... ist komisch. Feinde haben die Überreste. Okay, das haben wir schon gerade vorgelesen. Ruhestätte der Herren. Besiegt alle Feinde. Gut, das ist also wirklich diese Zwischendings nur, diese Zwischenlevel. Wüstennacht. Die man nicht unbedingt machen muss für die. Die werden es uns nicht leicht machen. Für die. Ja, für die Story sozusagen. Da haben wir irgendwas Ekelhaftes. Ja. Yeah. Die Viecher sind eklig. Und immer wenn ich näher an den Rand bin, dann schießen die Stacheln. Gehen natürlich nur auf mich, ganz logisch. Ach, Baby. Nein, nein, sie gehen doch nicht nur auf mich. Alles klar. Aber sie greifen alles an, was in der Nähe ist. Aber es ist noch nicht vorbei. Bleibt konzentriert. Aber natürlich bleibe ich konzentriert, Schnecke. Aber die machen überhaupt gar keinen Schaden, wa? Kann das sein? Komm, triff mich mal. Trifft der mich überhaupt? Ah ja doch, minimal. Ah, ist schon recht schwer getroffen zu werden. Ja, wie ihr seht, treffen ja gar nichts. Fast nichts. Ah, man, doch schon auf Dauerschaden. Ich habe gar nichts gesagt. Oh, was haben wir da? Hallöle. Auf jeden Fall mein komplettes Umfeld hier benutzen. Alle, ja, okay, die Dings kriegen auch recht schnell wieder die Fähigkeiten. Weshalb ich das ruhig einsetzen kann. Vor allem auch, um zu den Exekutierenden zu springen hier. Morgen früh werde ich dich trotzdem noch respektieren. Ja, viel dazu sagen kann er nicht. Ist so oder so ziemlich am Arsch jedes Mal. Durch den Power Move. Ah, da kommen ja viele Kastendinger runtergesprungen. Sauber! Kleine Kügelchen. Tada! Hochgelevelt, schon wieder. Ja, es geht ja recht fix hier. Für den Widerstand. Maximaler Vorrat erhöht. Also es gibt immer diese Nebenmissionen, die uns ein bisschen so... ja, die Stats verbessern, sage ich mal. Okay, wie kommen wir jetzt wieder raus hier? Gibt es hier sowas wie eine Map? Gut. Ah, hier. Money. Money. Ah, richtig viel Money. 115. Nicht übel. Level 4. Und ja. Ruhestätte der Herren abgeschlossen. Jetzt können wir mit den Quests weitermachen. Also mit der Hauptstory. So. Und Level 4 erreicht. Energietod im Vorrat vergrößert. Das ist halt immer, ja, wird angezeigt, was wir gemacht haben oder bekommen haben in dem Dings, in dem Level. Dann würde ich sagen, machen wir weiter. Kämpft euch zum Hafen von Pelias durch und wehrt die eindringenden Söldner ab. Go, go, go. Seltsam. Das Imperium scheint links und rechts anzugreifen. Ohne erkennbares Muster oder Grund. Vielleicht ergibt das Sinn. Kartells Schiffe wurden auf dem Weg zum Hafen von Pelias gesichtet. Bei meinem Saphiri-Heimatland. Ein Schlag ins Eingemachte. Mein Volk hat einst drei Häfen und einen Chihuahua erobert. Aber wir haben sie zurückgegeben, außer den Chihuahua.
Kartell wird diesen Hafen nicht zurückgeben. Er wollte ihn schon jahrelang zu seinem Eigentum machen. Wie passt das in Zanes Plan? Der Hafen von Pelias ist Umschlagplatz für ganz Ancaria. Wenn Kartell den Hafen übernimmt, wird kein Nachschub sein Ziel mehr erreichen. Und das wäre das Ende des Widerstands. Überzeugt. Lasst uns gehen. Da haben die einfach einen Chihuahua geklaut. Einen süßen kleinen Chihuahua. Nirgendwo sehen. Das Wasser ist glasklar. Oh nein, der Angriff muss schon begonnen haben. Schnell zur Stadt. Ich mache so schnell ich kann. Jetzt bestimmt er wieder irgendwo eine Schatzkiste. Und schickt die Söldner ins Jenseits. Für jeden, den ihr mitnehmt, wird einer weniger die Stadt plündern. Mit der Waffe, die ich hier habe, werde ich ihnen zeigen, was für einen Fehler sie machen. Ah, schon wieder so ein Einfrierding. Exekutieren. Das ist so geil. Einfach mal nacheinander alle getötet. Echt sexy. Ja, wer Lust und Spaß hätte, könnte er die ganze Zeit zerstören, die zwei Landungsschiffe. Noch mehr Boote landen. Wenn wir sie nicht zerstören, werden immer mehr Söldner kommen. Oh, die Seele. Und kann sich halt unendlich Punkte holen, indem man die Traps vorzeitig, oder keine Ahnung, wie das hieß. Jedenfalls kann man immer wieder 1400 Punkte kriegen. Oh, exekutieren. Das mache ich doch gleich mal. Nummer 1 kaputt. Und geben auch massig Gold, die Dinger. Oh, jetzt habe ich die Minen kaputt gemacht. Nein, das wollte ich doch gar nicht. Versenkt die Boote, Schiffe, was auch immer das ist. Ja, wir machen ziemlich gut Schaden. Die haben meine schönen Landungsschiffe kaputt gemacht. Kaputt. Wartet nur, bis er sieht, was ihr mit seinen Söldnern macht, die in der Werft warten. Töten? Was auch sonst? Ja, Energietotem. Achso, man kann anscheinend die Energiedinger dann wieder aufladen. Tötet die Truppen in der Schiffswerft. Wisst ihr, dass sie die Schiffswerft? Ihr habt also meine Schiffe zerstört. Das macht mich nicht wütend. Diese Elite-Soldaten hingegen. Ja, ein kleiner Zwischengegner, ein Power-Move noch. Werde ich dich trotzdem noch respektieren. Na komm, nehmen wir uns den mal mit. Gut gemacht. Er ist recht schnell tot. Ihr segelt hier einfach so durch, hä? Und jetzt zur Stadt, bevor Kartells Truppen noch mehr kuscheln wollen. Ist das die Stadt? Nicht, dass ich irgendwas verpasse. Ungern verpasse ich was. Ja, das ist die Stadt. Da wollte ich gerade irgendwas beschwören, diese Sau. Die Scheiß Nekromant. Kann jemand von euch fliegen? Nein, Scherz. Obwohl, vielleicht könnt ihr ja, wenn ihr einen Weg auf das Dach findet. Alles klar. Jetzt fliegt ihr. Also im Gegensatz zu Sacred 1 muss ich sagen, ist das wesentlich flüssiger vom Spielablauf her. Männer, kämpft wie eine Kanone und pustet diese Helden von dieser Welt. Oder kämpft wie Mäuse und verzichtet auf den Schatz. Klettern Sie die Mauer an diesem Gebäude hoch? Klettere doch auf meine Mauer. Gut.
Exekutierung! Wie so ein Jumper. Ihr wollt doch die Erde retten, richtig? Dann wird euch ein bisschen Regen bestimmt nichts ausmachen. Es regnet doch gar... Es regnet Felsenbrücken. Felsenbrocken. Nein, tolle, die Felsen werfen voraus. Also, ich denke, wer oder was es auch ist, vor dem die Zivilisten abhauen, ihr müsst euch darum kümmern. Ja, dafür die vorzeitige Unterbrechung kriegt man jetzt mal 1400 Punkte. Wer Spaß dran hat, kann sich ja somit unendlich viele Punkte holen. Um, was weiß ich, einen Weltrekord oder so aufzustellen. Die Söldner fühlen sich hier scheinbar nicht gut. Da muss man aber schon sehr, sehr, sehr viel Langeweile haben. Ach nee, die versuchen nur euch zu finden. Noch mehr Minen. Ja, gut, dass sie sich auch selber durchtöten. Dann aufhören, irgendwelche komischen Bälle zu beschwören. Hoppla, Sackgasse. Tut mir leid, dass ich euch... Oh, halt! Moment. Dieses Kran-Dingsbums da links vom Gebäude. Dreht das Rad und beobachtet, was passiert. Ja, wir müssen ein paar Mal das Rad drehen, damit irgendwas hochgelassen wird. Irgendeine Zugbrücke wahrscheinlich oder so. Die mit ihrer schwarzen Magie, Alter. Dieses Rumrollen geht mir auf den Sack. Geht immer dahin, wo ich es nicht hinhaben möchte. Au. Fühlt sich gut an. Da hat der Nekromant wohl sein Ding fertig bekommen. Seht, jetzt könnt ihr einfach hinübergehen. Gleich. Sobald er tot ist. Ist ja nicht allzu schwer, der Kleine hier. Power Move. Und tot. Noch einmal. Okay, was ist hier hinten? Eine Schatzkiste! Wer hätte das gedacht? Und nochmal extrem viele Monster. Warum? Ich habe euch gar nichts getan. Ja, nochmal eine schöne Schatzkiste geholt. Ordentlich nochmal Punkte dazu. Und jetzt können wir hier rüberlaufen. Oder uns rüberfahren lassen, was weiß ich. Nein, wir rüberlaufen, ist schon richtig. So, brauchen wir noch ein bisschen Leben, nö, aber von den Dingern, die könnte man noch was gebrauchen. Um unsere gelbe Leiste zu füllen. Oh Gott. Wie gefällt es euch, dass ihr unter einem Gebäude begraben werdet? Mir gefällt's. Nee, ist nicht so toll. Seine Schiffe schießen auf das Gebäude. Los, los, los! Raus! Ist nicht so dolle. Ich übersehe bestimmt irgendwas. Ah ne, ich wäre an der gleichen Stelle wieder rausgekommen. Ganz egal, wohin ich lang gelaufen wäre gerade. Aha, so eine schöne Sicht hier also. Ich glaube, das ist Kartells Flaggschiff ganz weit da draußen. Ich hoffe, ihr bekommt die Möglichkeit, ihm ordentlich in den Hintern zu treten, nachdem ihr hier aufgeräumt habt. Aber natürlich. Ja, bevor wir das machen, würde ich sagen, machen wir ganz kurz eine Pause. Sehen uns dann gleich wieder bei Sacred 3. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen. Bye, bye.